Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Fallout 4. Wir sind hier nach wie vor unterwegs und suchen einen Runner, der hier die ganze Zeit Gunner abschlachtet. Und dasselbe versuchen wir auch, indem wir Gunner abschlachten. Oh, hier geht's hoch. Und immer noch nicht wirklich was Interessantes. Vielleicht könnte ich diesen Sonar endlich mal ausschalten. Wer ist da? Solltest da lieber nicht fragen. Hallo? Oh. Oh. Geht's noch? Ah, Strong schießt endlich. Oh, hallo. Nee, nee, nee. Ah, genau. Mach's dir Platz, Strong. Frag mich, was der Runner hier sucht. Dass er immer noch so viel am Leben gelassen hat. Und du lebst noch. Schade. Und. Ja, wie soll ich es dann sonst machen? Einfach rumstehen? Und warten, bis er von alleine umkippt oder was? Das Bein von meiner Rüstung ist schon wieder beschädigt. Das finde ich nicht gut. So, hier gibt es leider nicht viel. Oh, es sind Spielzeugaffen. Sehr schön. Plasmakartuschen. Na, kann man mitnehmen. Und Kreide. Dann können wir mit Kreide werfen. Sehr gut. Ah, jetzt weiß ich, wo wir hier sind. Und was haben wir hier? Ah, jetzt verstehe ich's. Gut, dann haben wir fast alles. Ja gut. Der Runner gibt weiterhin Gas. Der Runner nähert sich dem Aufzug. Nicht nur er. Schade, dass ich nicht so viel Zeit habe zum Looten. Wenn ich weniger looten würde, dann wären wir höchstwahrscheinlich... Oh, guck mal. Hallo. Ah, aus dieser Distanz daneben schießen, das ist doch auch eine Kunst, oder? Ja, dann hau kaputt. Ach, dieser Strong, der treibt mich noch in den Wahnsinn. Brotzeit. Oh, Brotzeit, hab nicht dabei. Was hast du denn dabei? Nichts? Weißt du was, so ein Totenkopfhalstuch nehmen wir auch mal mit. Was für ein Mädchen. Und dann müssen wir mal ein bisschen Gas geben, bevor er uns entkommt. Sind wir hier richtig? Nein, alles eingestürzt. Strong, beeil dich mal ein bisschen. Mal kurz durchladen. Na, guck mal. Eine Sprengstoffkiste, was da wohl drin sein mag. Wenn da kein Sprengstoff drin ist, dann bin ich enttäuscht. Ja, komm schon. Ah. Das ist doch nur ein Einsteigerschloss. Wo ist das Problem? Das wär's. Splittergranaten und Splitterminen. Was hat Strong nicht gefallen, dass wir Granaten aufgesammelt haben? Dein letzter Fehler. Wieso zu hören? Strong denken wir nicht allein sein. Ja, das ist gut, Strong. Ich will den Kopf dieser Mistfrau. Strong macht platt. Ja gut, meine Shotgun hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Ach, Strong. Junge, sei doch einfach mal still.
Du bist tot! Mit wem reden die? Hat sich da jemand eingesperrt? Ja! Oh, Medikits. Da können wir uns direkt mal ein Stimpack reinhauen und weiter geht's. Ich bin an ihm dran! Ach du Schreck. Wart mal kurz. Wieso geht hinter mir die Tür zu? Genau, Strong. Ach, hör doch mal auf rumzuheulen. Oh, die halten schon ein bisschen mehr aus. Ein Glück, dass ich meine Rüstung habe, sonst wäre ich auch schon längst tot. Ach, ein legendärer Gunner. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ja, das habt ihr. Das alles? Strong gerade erst angefangen. Ach, Strong, hör doch mal bitte auf, die Lorbeeren ständig für dich einzufordern. Ich habe bis jetzt noch gar nichts gemacht, außer mit deinem Hammer ein bisschen rumgeschwungen. So, was hast du dabei? Lederrüstung. Ich habe jetzt mittlerweile so viele Lederrüstungen. Das wird ja langsam ein bisschen nervig. Dem Versorgungsraum oder Abstellkammer, je nachdem, was das sein soll, ist nichts Besonderes. Oder ich habe es übersehen. Ja, ich muss da weiter. Industrielles Lösungsmittel. Ja, gut. Ich habe nur noch 11 Schuss. Nehmen wir mal unsere Kampfflinte. Strong, kommst du? Na komm rein da. Rein in die gute Stube. Drückst du mal bitte auf den Knopf? Gut, dann mache ich das selber. So, mal gucken, was uns da oben erwartet. Und, geht's dir gut? Lebst du noch? Der liegt schon ein bisschen länger rum. Oh, hier gibt es irgendwo einen Wachturm. Was gibt's da drin? Das Ding kann ich nicht hacken. Ja, vielleicht sollte mir Strong fragen, ob er das für uns machen kann. Aber wenn er schon nicht kämpfen kann, vielleicht kann er ja was anderes. Ja. Juhu. Ach, Strong. Lass mich doch mal die Sachen knacken. Ab und zu findet man uns was Nützliches, wie so ein Fusionskern. Hast du mir den nicht gegönnt, oder was? Oh, gleich sind wir da. Ich kenne das Passwort nicht. Das ist die Wahrheit. Ich glaube dir nicht. Oh Gott, bitte nein! Er sollte mir nur das Passwort nennen. Und? Wirst du kooperieren? Oh Gott! Raus damit! Okay, okay. Nicht schießen! Du warst beiseite, Strong. Ich komme dort rein. Es ist nur eine Frage der Zeit. Sag mir das Passwort. Hey, ich sagte, ich hab's nicht. Ich helfe dir, einen Weg reinzufinden. Aber wir haben das Mädchen geschnappt. Wir wollen nur eine kleine Entwicklung. Du bist in keiner Verhandlungslage. Okay, okay. Lass mich nachdenken. Die Zeit läuft ab. Nein, nein, bitte warte. Du kannst das Mädchen ja haben. Wie komme ich da jetzt hin? Du da, komm her. Meinst du mich? Bist du wegen der Synth hier? Ja, ich bin hier.
hier, um der Syn zu helfen. Und du glaubst, dass ich sie dir überlasse? Du bist mir gefolgt. Was willst du wirklich? Und wer ist überhaupt diese Syn? Flüchtiges Institutseigentum. Ich werde sie deaktivieren und zurückbringen. Aber du wirst sterben, so wie der Rest. Cool. Wow. Der hat einen Stealth-Boy. Au. Strong, hör mal auf, mich zu schlagen. Nun, ich kann ihn nicht erfassen. Ach, guck mal, da ist er. Da oben ist er. Ah, jetzt. Ein paar kritische Treffer. Und er hält bestimmt die Klappe. Und Strong, renn mir bitte nicht die ganze Zeit in die Schusslinie. Genau, vermöbel ihn. Ja, du seinst Strong. Gleich haben wir ihn. Guck mal, der heilt sich. Das jetzt, der hat sich gerade ein Stimpack reingepfiffen. Bleib doch mal stehen. Genau, Strong. Wenigstens siehst du, wo der sich versteckt. Zum Glück ist der Reiner-Chip ganz geblieben. Und die Reiner-Uniform nehme ich auch mal an mich. Zum Glück haben die massiv viele Fusionszellen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Na dann. Ich könnte hier ein wenig Hilfe gebrauchen. Ja, gleich. Vielleicht brauche ich doch irgendwelche Hacking-Skills, um an das Terminal ranzukommen. Oh, ein Fatman. Schön. Na dann. Schauen wir mal. Türsteuerung. Und? Haben wir die Tür jetzt endlich offen? Ja, nein, vielleicht. So, dann gucken wir mal. Ja, wenn der Ladebildschirm sich endlich mal verabschiedet. Nee, hier sind wir definitiv falsch. Strong Ort nicht mögen. Wieso, hast du Höhenangst oder so? Dafür musst du dich nicht schämen. Oh, guck mal. Wo ist mein Scharfschützengewehr? Hier. Nein. Sind das Raider oder? Ist wahrscheinlich ja. Aber ich kann es von hier aus nicht identifizieren. Ah doch, hier. Warte mal kurz. Haha. Oh. Wohl nix. Ach, schön. Oh. Ja, da ist eine Kugel eingeschlagen. Lange Luft anhalten ist wohl nicht. Ah, das war ein Treffer. Zeigen, Feigling. Kämpfen gegen Strong. Was hat der jetzt für einen epileptischen? Nichts, aber Strong trotzdem halten Ausschau. Mach das. Na komm, zeig dich. Na, guck mal.
Geht doch. Den Abschluss wollte ich mir nicht entgehen lassen, wenn ich schon mal hier rauf bin. Da müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir hier weiter fortfahren. Ich hatte das ungute Gefühl, ich müsste erstmal meinen Zinskollegen holen. Den guten alten Nick. Frostschutzmittel. Warum nicht? Ah, hallo. Er hat den Tod verdient. Du bist nicht meinetwegen hier, aber ich komme nicht raus. Nicht allein. Ich muss darauf vertrauen, dass du mir hilfst. Wer bist du? Wir können gern reden, wenn du die Tür geöffnet hast. Ich laufe nicht weg. Die Wache hat das Passwort in einem Werkzeugkasten dort unter der Treppe versteckt. Damit hast du Zugang zum Terminal und kannst die Tür öffnen. Nun gut, aber ich möchte ein paar zusätzliche Informationen. Hi. Er hat den Tod verdient. Du bist nicht meinetwegen hier, nein, aber ich muss darauf vertrauen, dass du mir hilfst. Entspann dich, Lady. Es wird alles gut. Ich habe wohl keine andere Wahl, oder? Genau. Die Wache hat das Passwort in einem Werkzeugkasten dort unter der Treppe versteckt. Damit hast du Zugang zum Terminal und kannst die Tür öffnen. Nun gut, die wiederholt sich jetzt nur noch. Und ich würde sagen, meine Freunde, das war's jetzt von dieser Folge. In der nächsten Folge... Ja, lass mich doch erstmal abmoderieren. Danke. So, meine Freunde, ich würde mal sagen, das war's von dieser Folge. Wir werden hier erstmal den Sinster befreien und dann... Also, das machen wir dann in der nächsten Folge natürlich. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.